Herzlich willkommen in dieser frühen Runde. Und danke an die Mutigen, die das noch schaffen konnten. Ich bin sehr froh, euch hier zu begrüßen. Ich bin Boris Payer von der Initiative Musik und ich bin hier mit Axel Ballreich, der erste Vorstandsvorsitzende der LiveCom, um ein ganz neues, nagelneues und sehr spannendes Programm vorzustellen. Ein Programm der Initiative Musik, ein Programm, welches mit der LiveCom, mit der fachlichen Unterstützung der LiveCom entwickelt wurde und auch mit der Birkhard Jazz, der Bundeskonferenz Jazz, abgestimmt worden ist. Und ja, ich überlasse erstmal das Wort an Axel, um ein bisschen mehr über die Intro, also die Genese und den, genau, der Hintergrund dieses Programms. Es gab auch einen Vorgänger, wie vielleicht einer von euch das wisst, das Live-100-Programm. Und dann kann Axel ein bisschen mehr darüber erzählen. The stage is yours. So machen wir das. Hallo, guten Morgen. Dieses Programm ist ja jetzt hier angekündigt als postpandemisches Programm. Da hat der Bernd Schweiner gerade richtig darauf hingewiesen, das ist jetzt eigentlich richtig und falsch zugleich. Entstanden ist dieses Programm ja lang vor der Pandemie und da will ich ganz kurz darauf eingehen. Das waren so in den Jahren 2017, 2018. Hat sich damals der Vorstand der LiveCom ein Förderprogramm ausgedacht, das speziell für klein veranstaltende Spielstätten eigentlich gedacht ist. Also sprich, wenig Zuschauer, geringer Eintritt und dadurch bedingt erhöhter Förderbedarf. Das war so die Grundidee von diesem Programm. Mit dem ist man damals zu dem damals noch in Funktion befindlichen Haushaltsexperten der SPD gegangen, Johannes Kahrs im Bundestag, war damals auch der Vorsitzende des Haushaltsausschusses, also eine relativ dicke Nummer in der deutschen Politik, und hat ihm das Programm vorgestellt. Er fand es, man könnte jetzt fast sagen, wieder erwarten, sehr interessant und hat es tatsächlich sofort von Anfang an unterstützt und auch auf den politischen Tagesplan gebracht, also sprich in die Haushaltsberatungen. Da ist das Ding dann tatsächlich auch anstandslos durchgegangen. Das war im Jahr 2018 und wurde dann eben im Jahr 2019/20 als Live-100 das erste Mal in Kraft gesetzt. Das war also damals noch für ganz kleine Veranstaltungsstätten, sprich es gab einen Zuschuss von 100 Euro zu den Gagen für die Künstler, Künstlerinnen und es gab einen von 100 Euro für die Spielstätten. Das Ganze lief eigentlich erst so richtig an 2020 nach der Bewerbungsphase und wurde dann logischerweise ab März, April dann komplett gestoppt von Corona. Und die ganze Geschichte ist dann erstmal liegen geblieben. Da waren auch Gelder vorgesehen für Folgejahre. Diese Gelder sind auch erstmal liegen geblieben. Es gab dann auch noch zusätzliche Gelder für Digitalisierungs- und technische Sanierungsprogramme. Die sind auch liegen geblieben während Corona. Da gab es ja dann die anderen Programme, Neustadt Kultur und so weiter. Und irgendwann ist man auf einem einigermaßen dicken, einstelligen Millionenbetrag sitzen geblieben, der bei der Initiative Musik gelagert war und von dem wir als LiveCom wussten, dass es ihn gibt. Und dann wurde es nach Corona einfach einmal Zeit dafür, wieder eine Verwendung zu finden. Und diese Verwendung haben wir jetzt entwickelt. Und die heißt jetzt eben nicht mehr Live-100, die heißt jetzt Live-500, weil wir gesagt haben, es macht mehr Sinn, die Sache etwas breiter zu fassen. Das heißt, nicht nur jetzt Minispielstätten zu fördern mit Geringstbesucherzahlen, sondern auch durchaus Besucherzahlen bis 200 oder 250 Besuchern zu fördern. Der Boris wird es nachher alles im Detail genau vorstellen. Und da gibt es dann eben je nach Clubgröße, das ist auch eingeteilt jetzt in zwei verschiedene Clubgrößen. Die eine ist bis 250 und die ist bis 500, die andere bis 1000 Besucher, maximale Kapazität. Und eben die Besucherzahlen für diese Veranstaltungen, die angemeldet werden dürfen bei dem Programm, sind dann jeweils 200 oder 250 Leute. Ist richtig? 250. Es sind immer 250, ja. Aber der Eintritt schwankt nochmal 20 oder 25 genau. Euro. Genau so ist es. Aber das wird nachher im Detail erklärt. Auf jeden Fall treffen wir dadurch eine wesentlich breitere mögliche Kundschaft sozusagen für dieses Programm. Und das ist uns auch wichtig, weil, und das muss man jetzt leider wieder dazu sagen, es ist eigentlich
eines von zwei aktuell existierenden Förderprogrammen auf der Bundesebene, die es gibt. Das andere ist der berühmte Applaus, der ja als Preis ausgestaltet ist, aber der im Prinzip ja auch eine Art Förderprogramm ist. Und das ist im Prinzip das Zweite. Eventuell kommt da jetzt noch was nach für Festivals. Da liegt auch noch Geld rum im Moment, was ausgegeben werden kann. Aber mehr gibt es eigentlich auf dieser Ebene für uns, ich sage jetzt mal, freie Veranstalter, freie Spielstätten, die nicht sowieso irgendeine institutionelle oder sonstige Förderung erhalten oder infrastrukturelle, gibt es eigentlich nichts. Insofern finde ich, ist das Programm recht interessant. Das wird also anlaufen jetzt zum 1. Juli und wird dann für ein Jahr gehen. Und ja, wie gesagt, wir können da alle Fragen dazu beantworten und ich übergebe da mal an den Boris, der wird es jetzt mal mit der entsprechenden Präsentation vorstellen. Danke dir, Axel. Zu Live 100 wollte ich noch ergänzen, dass die Gelder, dass wir doch trotzdem die Programmbeschreibung ein bisschen so nachträglich ändern konnten, um dort Streamings zu berücksichtigen. Und dadurch konnten doch viele Clubs, also Streaming-Konzerte während der Pandemie durch Live 100 sich fördern lassen, was auch gut war. Danke für die Intro. Wir sind die Initiative Musik. Wir sind eine bunte Mischung von 80 plus Leuten, die in Berlin ansässig sind und wir fördern professionelle Newcomer, mittelbar oder unmittelbar und ihren wirtschaftlichen Partnerunternehmen, das sind die Labels, das sind die Touragentur und so weiter. Und genau durch die Infrastrukturförderung genau, sorgen wir dafür, dass auch die Strukturen nachhaltig sind und unterstützt werden. Und wir verbreiten auch mit der Exportförderung, mit der internationalen Tourförderung Populärmusik aus Deutschland im In- und Ausland. Und wir machen eben zusammen mit der Livecom ursprünglich diese Spielchen bzw. Clubförderung. Und mit diesem neuen Live-500-Programm werden wir für das erste Mal uns an kleinen Veranstalter richten. Das kommt noch gleich. Und ja, ein paar Zahlen, also wir haben sehr wenig Zeit, deswegen will ich für jeden Bereich noch was sagen, aber ein paar Zahlen, die da hervorheben sollen, wie viele Gelder, wie viele Förderungen wir seit dem Anfang der jeweiligen Bereiche noch ausgeschüttet haben und genau, wie breit unser Förderangebot ist. Ja. Live 500, jetzt geht es ein eingemachte, und zwar Ausgangslage in Ziele. Was wird gefördert und wer kann einen Antrag stellen? Und am Ende reden wir mal kurz über das Ablauf, den Ablauf und das Verfahren. Und ich stelle, muss ich auch sagen, dass die gute liebe Lisa Anderson, meine Kollegin, mit dem ich dieses Programm im Haus mitentwickelt habe und dass ich mit der ich dieses Programm mitbetreuen werde, ist heute krankheitsbedingt nicht da, aber die ist bei allen Folien drin, selig drin und werde auch das Programm mit mir prüfen und beraten. Ausgangslage und Ziele, das, wo der Förderbedarf da entdeckt worden ist von den Mitwirkenden, ist das eben in der Pandemie, ist das auch interessant, tut mir leid für diesen Rahmen, aber dass diese kleinere Musikspielstätten Veranstalter auf so Mainstream Künstlerinnen angewiesen sind, um eben den Laden voll zu machen in postpandemischen Zeiten, wo es darum geht, erstmal Einnahmen zu erzielen. Und deswegen entsteht so eine Lücke, weil die Newcomerinnen erstmal nicht mehr priorisiert da in die Programmplanung auftauchen und erstmal, genau, Ziel ist es erstmal, Tickets zu verkaufen und da, die fallen durch das Raster sozusagen der Programmplanung. Deswegen ist die Förderlücke da zu schließen, um zu sagen, wir wollen diese Newcomerinnen auch in dieser Phase und diese experimentelle, wilde, weirde Bands oder Bands, die doch vielleicht nicht so ja, wilde Musik spielen, aber trotzdem unbekannt oder schlecht bekannt sind, dass wir doch sagen, was ihr macht, ist toll und ihr solltet euch das fördern lassen, indem wir euch mittelbar fördern durch die Musikclubs und durch die kleinen Veranstalter als durchschlafende Posten sozusagen, die dann den Zuschuss ausgeben und weiterleiten. Aber darauf kommen wir gleich ein. Und wir wollen genau eine Planungssicherheit bieten und einen Anreiz für die Durchführung eines diversen Live-Musikprogramms unter Einbeziehung von bisher in der Live-Musik unterrepräsentierten Musikgruppen. Darauf kommen wir auch gleich ein, weil für das Mal wird eine Diversitätsquote eingeführt. Was wird gefördert? Das sind Konzerte. Wie werden Konzerte
Die müssen nicht alles unbedingt thematisch zusammenhängend sein, aber wir fahren die Live-Musikveranstaltungen. Je nach Kategorie werden wir 24 oder bis zu 12 oder bis zu 24 fördern. In den zwei Kategorien sind Musikclubs antragsberechtigt. In der ersten Kategorie sind Musikclubs bis zu 500 Kapazität, also wir reden von Stehplätzen, Kapazitäten. Und in der zweiten Kategorie bis zu 1000. Und in der ersten Kategorie sind aber fürs erste Mal Kleinveranstalterinnen antragsberechtigt. Das heißt, der Verwaltungsaufwand ist ein bisschen höher, weil sie doch zwar mehr Konzerte sich fördern lassen, aber dafür müssen sie durch die ganze den Abrechnungsprozess. Deswegen ist es ein bisschen aufwendiger als die Kategorie 2. Aber trotzdem, sie bei beiden Kategorien die maximale Fördersumme, also beträgt diese Fördersumme 12.000 Euro. Also da ist es schon eine faire Verteilung. Und es kommt auch mit unterschiedlichen Kriterien. Der erste, der ziemlich wichtig ist, deswegen steht er auf dieser Folie, ist der maximale Antrittspreis pro Person. 20 Euro in der Kategorie 1, 25 in der Kategorie 2 und Ziel ist es da, so ein niedrigschwelliges Angebot zu bieten und eben die kleineren Konzerte zu fördern und nicht die größeren. Und die Systematik ist wie bei Live und dort gleich, das heißt, es muss die Fördersumme gesplittet werden, deswegen heißt das Programm Live 500. Es wird entweder 500 Euro pro Konzert geben und da muss die Hälfte an die Band ausgezahlt oder weitergeleitet werden. Es ist ein Gagenzuschuss und die andere Hälfte bleibt bei dem Club oder bei dem Veranstalterunternehmen, um eben diese Produktionsausgaben abzudecken. Wir reden aber von Pauschalbeträgen, das heißt, es muss nicht alles gegengerechnet und belegt werden. Es ist sehr unbürokratisch. Ihr müsst nicht irgendwie nochmal nachweisen, ich habe das für meinen Tontechnikerin eingesetzt oder in Backstage Bier oder keine Ahnung. Es ist alles pauschal. Und was uns interessiert, ist aber, dass sie eben unterschiedliche Kriterien erfüllen, diese Konzerte und diesen Künstler. Und da kommen wir auch später dazu. In der Kategorie 2 ist eben 500 Euro pro Teil oder Partnerteil da gedacht. Aber sind die Förderhöhe höher. Aber dafür ist der Eintrittspreis ein bisschen höher. Man kann sich größere Veranstaltungen überlegen und sich fördern lassen. Ihr könnt übrigens jederzeit Fragen stellen, weil wir werden am Ende wahrscheinlich nicht Zeit, um auf vorige Folie zu kommen. Also wenn ihr schon Fragen habt, gerne jetzt oder laufend. Was wird gefördert? Genau, das sind die Kriterien für die geförderten Live-Musikveranstaltungen. Früher waren wir bei 100 als Höchstgrenze, weil wir damals von Grassroot-Konzerten gesprochen hatten. Und das war die Zielgruppe. Jetzt haben wir das dementsprechend erhöht, weil die Förderhöhe größer sind und die Gagen auch. 100% Live-Musik bleibt, DJs bzw. künstlerische DJs also sind aber Teil dieser Live-Musik, weil sie eben nicht nur einen Tonträger abspielen, sondern auch künstlerisch unterwegs sind, Musik produzieren. Da haben wir auf der FAQ genau eine Definition von, was wir unter künstlerische DJs meinen, aber sind durchaus förderbar. 50% selbstverfasstes Repertoire. Das ist eben, was ich früher sagte, das ist nach der Pandemie genau in der Programmplanung, dass viel mehr Platz an die Coverbands oder Tributebands gegeben wird, um eben die Leute reinzuziehen oder anzulocken. Und diese Bands sind zwar unterhaltsam, aber die bringen nichts Neues auf den Tisch, was Musik und Popmusik angeht. Und deswegen wollen wir, dass diese Bands mindestens 50% ihre eigenen Stücke spielen und auftreten. Angemessene Gagen ist natürlich immer die Frage, was ist angemessen? Da werden wir im Einzelfall gucken, aber wir haben, dank der Künstlerinnenförderung, arbeiten wir mit diesen branchenüblichen Tarifen, das heißt 250 Euro für eine semi-etablierte Band oder Künstler und 150 Euro im Nachwuchsbereich, das halten wir für angemessen. Wir müssen noch natürlich die Kapazität des Clubs angucken und was für ein Programmpunkt und wann und wie spät in der Nacht und alles, aber und wie lang hat der Act gespielt. Aber das sind ungefähr die Werte, mit denen wir arbeiten, was die Angemessenheit angeht. Und auch wichtig, dieser Zuschuss gilt nicht alleine als Gage. Das heißt, es muss trotzdem ein Deal mit dem Künstler vereinbart werden und diese 500 Euro oder diese 250 Euro ist kein Gagenersatz. Es muss trotzdem ein wirtschaftlicher Deal mit dem, es kann eine Hutkasse, es kann ein Door-Deal, es kann eine Festgage, Garantiegage, alles möglich, aber das kommt on top und es ist kein rein Gagenersatz. Ja, bitte. Eine Frage zu der Gage. Sagt
Hallo, eine Frage zu der Gage. Du hast gesagt 250 Euro. Ist das pro Person Bandmitglied oder pro Band? Ist pro Band. Ja. Ja, Boris, gibt es zu der Sache noch, du hast gesagt, fokusfreie und unabhängige Spielstätten sollen gefördert werden, die nicht zu viel institutionelle Förderung haben. Welche Grenze gibt es da? Es gibt diese 40% Förderung, aber das kommt noch später in der Präsi. Ja, können wir noch darauf eingehen. Ja. Ich wollte einmal fragen, also es geht tatsächlich jetzt nur um Musikerinnen und nicht um DJs, weil da stelle ich mir gerade die Frage, doch, wie das mit den 50% selbstverfassten Repertoire dann klappt. Ja, dann müssen Sie 50% Ihrer eigenen komponierte Sachen, also produzierte Sachen spielen. Ja. Mehrere Auftritte an einem Tag ist eine Veranstaltung, so wollen wir auch Festivals ausschließen. Ihr könnt aber gerne ein Line-Up fördern lassen. Natürlich ist 500 Euro nicht so groß, um ein ganzes Line-Up zu fördern, aber ihr könnt das, je nachdem, das aufteilen, wie ihr das wollt. Aber es ist durchaus möglich, dass diese mehrere Auftritte, genau, Gagenzuschuss so aufzuteilen. Das Programm muss variieren, das heißt, es muss nicht die gleiche immer Reggae-Band oder Blues-Band jede Woche gefördert werden. Es muss bitte immer unterschiedliche Künstlerinnen sein, um eben die Vielfalt zu gewährleisten. Und Veranstaltungsort ist selbstverständlich Deutschland. Und jetzt ist ein sehr spannendes, hartes Kriterium, das für das erste Mal dem Förderbereich in Deutschland, was Popmusik angeht, eintritt, und zwar diese Diversitätsquote. Weil, wie ich gesagt habe, müssen diese Gagen an die Künstlerinnen weitergeleitet werden. Und da haben wir die schöne Systematik, die schon bei Live und Unart existierte, dass diese Gagen von den Künstlern selbst bestätigt werden. Die müssen bestätigen, stimmt, da hat der Club mir 250 Euro oder 500 Euro bar an die Hand gegeben oder überwiesen. Und somit wissen wir, dass diese Gelder nicht bei den Clubs oder bei den Veranstaltern geblieben sind, sondern dass sie doch an den Künstler oder an ihren Vermittler, Agentur oder Management gelandet sind. Da haben wir die schöne Systematik, dass wir eh schon ein Blatt dem Künstler, der Künstlerin vorlegen müssen, wo wir sagen, kannst du bitte unterschreiben und noch ein paar Angaben dazu. Da dachten wir, es ist doch ein super Moment, um die Leute danach zu fragen, kannst du sie bitte 2 Minuten geben und freiwillig und anonym eine Diversitätsabfrage auszufüllen. Und wenn sich mindestens 30% der auftretenden Künstler, die durch dieses Programm der auftretenden Künstler, sich eine oder mehrere Merkmale von diesen Personengruppen, die wir festgestellt haben, sich zugeändert haben, ist die Quote erfüllt und somit die Förderung gewährleistet. Wenn es nicht der Fall ist, entfällt die Förderung in Gänze. Ja. Was für Personengruppen wir festgestellt haben, sind Frauen ohne Sternchen, darunter verstehen wir aber alle Personen, die sich als Frauen definieren oder sich sichtbar gemacht machen. LGBTQ-Menschen brauche ich vielleicht nicht in dieser Runde zu erklären, aber die sind eben auch trans, queer, nicht binär, asexuell, gender Menschen. Rassifizierte Personen ist ein ganz interessanter Begriff, der auch aus der Wissenschaft kommt, der sozialen Wissenschaft, und ist eben sehr breit umfassend, weil es eben nicht People of Color heißt. Natürlich sind BIPOC oder People of Color darin zu finden. Aber es ist alle Menschen, die wegen ihres Aussehens und ihrer zugeschriebenen Angehörigkeit zu irgendeiner Gruppe, Juden, Muslimen, Osteuropäische, Ostberliner, Ostdeutsche, alle Leute, die deswegen Diskriminierung erfahren oder erfahren haben, das sind eben diese Menschen, die sich in dieser Gruppe wiederfinden können. Natürlich werden diese Definitionen auf der FAQ, auf dem Blatt erläutert. Wir schicken einfach nicht diese Begriffe, diese in manchen Fällen unbekannte oder schlecht bekannte Begriffe in die Welt. Aber wir wollen damit so viele Menschen umfassen. Und rassifiziert ist keine Bestätigung des Rassenbegriffs, ist eben, um das Gegenteil zu sagen, dass Menschen rassifiziert werden und von außen so Sachen zuschreiben und aus diesem Grund werden Diskriminierungserfahrungen gemacht.
Personenbehinderung, ja, es gibt auch so eine Länge-Definition, es sind Leute mit unterschiedlichen physischen Einschränkungen und Behinderungen, die deswegen nicht an der Kultur, an der Teilhabe, an der gesellschaftlichen Teilhabe so komplett teilnehmen können. Ja, zwei Fragen. Hallo, vielen Dank. Ich bin Susanne, auch von der Initiative Musik, eine Kollegin. Vielen Dank für die Vorstellung bis hierher. Kurze Rückfrage zu dem rassifizierte Personen. Du hattest eben in der Aufzählung auch Menschen aus Ostdeutschland genannt. Ist das auch so in der Liste drin? Nee, Ostdeutschland ist eine Ergänzung von mir. In der Liste sind Osteuropäische, aber ist meine Erfahrung bisher, seitdem ich in Deutschland bin, dass Ost-Berliner, Ostdeutsche auch diskriminiert werden. Oder auch gegen die auch blöde Sachen unterstellt werden. Und deswegen, von mir aus, können sie auch sich darunter finden. Es ist natürlich eine Einzelentscheidung, ob sie sich darin wiederfinden oder nicht. Und dann können sie natürlich sagen, ich möchte nicht das ausfüllen, ich möchte mich zuordnen oder ich kann mich nicht zuordnen, weil ich eben nicht da in keine dieser vier Gruppen mich wiederfinde. Und am Ende gucken wir aber, werden wir überprüfen, dass diese Quote erfüllt wird. Wir lassen aber nicht die Geförderte allein, wir werden sie begleiten, weil es eben ein Zwischenabrechnungsprozess, wodurch wir laufend feststellen können, wie die Quote sich entwickelt und wie die Quote bei einem Club, bei einem Veranstalter bei 5% liegt. Im Dezember werden wir anrufen, anschreiben und sagen, pass auf, du musst definitiv auf deine Quote anpassen, das ist ein hartes Kriterium, es ist keine reine Empfehlung mehr. Ah, alles klar. Es ist keine reine Empfehlung. Danke, alles gut. Ja, du musst das bitte erfüllen, sonst kriegst du deine Förderung gestrichen. Ja. Aber euch ist schon klar, dass wir Veranstaltende dann Fragebögen brauchen, die wir dann letztlich im Moment des Bookings, ne, vor Vertragsabschluss schon mitschicken und sonst wird es ein Pokerspiel ja auch. Ne? Nein, bitte nicht mitschicken. Angaben sind. Es ist ein sehr heikle Abfrage, die bestenfalls, das werden wir auch in Infoblättern und FAQs, am Abend des Konzerts auszufüllen ist, für die Leute, die tatsächlich vor Ort sind, und bitte nicht von den Vermittlern das ausfüllen lassen, so mit dem Vertrag oder so, das muss von den Leuten selbst, bestenfalls in Ruhe im Backstage-Bereich an der Theke ausgefüllt werden, um eben zu vermeiden, dass der Manager sagt, ja, du bist doch gay oder du bist doch schwarz, oder du hast doch einen komischen Akzent, du hast doch Migrationshintergrund, oder der Bass jetzt für alle Menschen in der Band einfach entscheidet, da ja du und du und du. Nee, das muss die Leute selber entscheiden. Hoffentlich haben sie Zeit und Ruhe dafür zu machen und die Definition und die Untergründe alles in Ruhe zu lesen, aber genau, das müssen die Leute selbst entscheiden. Dazu noch eine Rückfrage. Klar, es ist jetzt mehr Zeit. Man muss keine GEMA-Musikfolge mehr physisch ausfüllen. Da ist jetzt Luft offen so im Backstage-Bereich. Das ist cool. Aber dann entscheidet sich ja wirklich erst im Moment des Konzerts, also in dieser Vorstellung, entscheidet sich, ob ich meine Quote erfülle in der Summe der Veranstaltungen. Ich habe also wenig Planungsmöglichkeiten und ich bin letztlich gewissermaßen davon abhängig, dass mir 30% meiner von mir so zugeschriebenen, gebuchten KünstlerInnen, die eine dieser vier Kategorien dann zu 30% zu erfüllen haben, dass die das auch gerne so angeben wollen. Und wenn sie es nicht tun, dann fällt meine Förderung unter den Tisch. Der Tat, aber pass auf, wenn du absichtlich ist eine Frauenband oder eine Band, die aus weiblich gelesenen Personen zusammenstellt, absichtlich Geburt, um eben diese Quote erfüllt zu bekommen, die Quote zu erreichen. Und wenn du merkst, ach, meine diverse Frage, sie haben alle darauf verzichtet, diese Fragebogen zu erfüllen, dann musst du einfach noch ein weiteres Konzert buchen, bis du die Quote erfüllst. Ja, bis ich dann genug zu sagen also da habe, muss ich mich ganz kurz einmal einmischen. Boris, so geht's dann nicht. Das ist jetzt wirklich völlig praxisfern, weil ich bin ja selber Veranstalter. Also das kann man einfach so nicht machen. Das Problem ist völlig richtig erkannt. Man kann niemandem vorschreiben, wie er sich zuschreibt. Mhm. Und man darf es aber nicht einmal im Vorfeld machen. Also das ist unlogisch. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das muss man ändern. Das muss natürlich im Vorfeld geklärt werden, weil
als Veranstalter kann man nicht einfach dann irgendwas nachbuchen, nur damit man eventuell seine Quote erfüllt, wenn man vielleicht eigentlich sein Programm fertig hat, auch das Förderprogramm irgendwann ausläuft. Und dann kann man nicht sagen, ja, dann tue ich jetzt schnell mit 2 Wochen Vorlauf irgendwelche Künstler oder Künstlerinnen buchen, nur damit ich wahrscheinlich meine Quote erfüllen kann. Also das geht tatsächlich nicht. Das Problem darauf haben wir aber auch im Werdegang des Programms hingewiesen, ist natürlich der Datenschutz, ganz klar, weil man eben eigentlich das auch nur anonym machen darf, weil man es natürlich auch niemandem vorschreiben kann. Also im Prinzip muss man halt dann irgendwie schauen, dass man was ausgefüllt kriegt, ganz offen gesagt. Wie soll man es anders machen? Und er muss natürlich im Vorfeld schauen, dass man das bekommt. Und deswegen muss es nicht der Agent ausfüllen, aber es muss halt dann der Agent im Zweifelsfall an die Künstler, Künstlerinnen weitergeben, damit klar ist, dieses Konzert kann unter diesem Programm gefördert werden. Mhm. Also muss man einfach sagen, weil ja auch diese Gagenzuzahlung ist ja oft auch ein Argument, für die Bands zu kommen. Mhm. Und wenn die dann aber wegfällt aufgrund der Tatsache, dass die den Bogen falsch ausfüllen, dann ist ja der veranstaltende Club praktisch... Die kriegen aber doch die Förderung. Ja, die kriegen sie ja dann nicht, weil die doch das anders ausgefüllt haben. Das ich bedanke mich genau für den Input, ist aber leider nicht der Raum, wo wir das nochmal ausfangen ja, aber das Problem muss man sehen und ich würde auch sagen, das muss man vorher machen. Also kann ich nur als Tipp geben, vorher über die Agenten oder über die Band selber zuspielen und bitte darum bitten, dass das vorher eben erledigt wird. So. Ich bedanke mich für den Input. Wir haben noch eine weitere Frage. Ja, ich würde da erstmal zustimmen. Das Ziel sollte ja auch sein, dass die Leute im Vorfeld ein diverses Programm planen und nicht dann nachsteuern. Und ich sehe da jetzt aber auch die Probleme. Einerseits ist es eine freiwillige Angabe der KünstlerInnen, andererseits ist es verpflichtend für die Geförderten, das vorzulegen. Ich meine ganz, ganz pragmatisch, ich gebe den Zetteln einfach nicht den Männern, die ich gebucht habe, und dann erfülle ich schon die Quote. So, ich verstehe die Systematik nicht so ganz. Also warum ist es verpflichtend, einerseits für die Veranstaltenden, andererseits aber dann, verstehe natürlich die Problematik mit Datenschutz und dass man das nicht verpflichtend mit den KünstlerInnen abfragen will, aber gibt es da nicht irgendwie eine andere Möglichkeit? Ja. Können wir darüber reden? Das Programm ist erstmal so gestrickt und werde nächste Woche so veröffentlicht werden. Wir werden natürlich, es geht um ein Pilotprojekt, es geht um eine Probemaßnahme. Wir merken hier, gibt es noch Rückfragen und Bauchschmerzen und es ist natürlich völlig klar, weil es eben ein Veränderungsprozess für die Branche. Wir werden aber offen bleiben, freuen uns auf Feedback, freuen uns auf Tipps. Also wegen der Zeit muss ich leider hier fortgehen, aber wir wollen das auswerten, das Programm, also die Systematik, das auswerten und das schrittweise anpassen, auch mit dem Ziel, diese Quote anzuheben. Weil wenn diese Quote auch um Frauen umfassen soll, ist natürlich 30% sehr niedrig angesetzt. Vielleicht letzte Frage dazu und dann gehen wir fort. Bernd Schweiner, ich darf mir an meinem letzten Arbeitstag in der Branche vielleicht auch eine sarkastische Nachfrage erlauben, weil das heißt, wir machen das jetzt mal so und dann werten wir es aus. Das ist für mich in der Verwaltungssprache, wir ziehen das jetzt durch, auf Teufel komm raus und dann schauen wir, ob es funktioniert hat oder nicht. Wir sehen aber gerade aus allem, was Andi gesagt hat und viele andere mehr, so funktioniert es nicht, weil das realitätsfremd ist. Also wann macht man sich im Vorfeld bitte schon mal so Gedanken, das alles zu entbürokratisieren? Wir bekämpfen ja, dass wir alle sagen, wir ersticken in irgendwelchen Formularen oder sonstigen Dingen und damit bauen wir uns einen Moloch auf, der einfach in der Praxis fremd ist. Und der Sarkasmus, wir hätten in Bayern einen oftmals und kläglich gescheiterten Entbürokratisierer, den wir vielleicht mal nach Berlin schicken könnten, Edmund Stoiber. Den kann ich nur empfehlen. Entschuldigung, ich habe so viele Programme mit der Initiative Musik gemacht und gesteuert, aber sowas ist mir noch nicht untergekommen. Tut mir leid, das ist voll am Bedarf und voll an der Realität vorbei. Tut mir leid, sorry. Alles klar. Danke für den Input. Wir gehen weiter. So wird es ungefähr aussehen. Die sind noch in Arbeit. Diese Vorlagen, die werden Mitte Juni veröffentlicht. Auf der linken Seite ist eben die Gagenbestätigung. Der obige linke Teil ist für die Clubs und Veranstalter. Und die 3 blauen sind für die Künstler. Es können bis 3 Künstler eine Gage Zuschuss erhalten und bestätigen. Und auf der rechten Seite ist die umstrittene Abfrage zu diversen Programmplanungen und wie es aussieht, wie ihr seht, mit Definition und Erläuterung, warum soll ich das ausfüllen und wie und was meint ihr unter diesen Begriffen? Die Frage dazu, gibt es das dann auf Deutsch?
Nee, danke für die Frage. Ich sehe meine Präsentationsnotizen hier, aber ja, es stimmt. Auf die Rückseite wird es eine englische Version geben, das ist schon übersetzt. Und auch die Gagenbestätigung und die Diversitätsvorlage, weil eben viele Nicht-Deutschsprachige auch gebucht werden sollen durch das Programm. Wer kann Antrag stellen? Das ist die sogenannte Antragsberechtigung. Musikspielstätten, wie gesagt, je nach Kategorie unterschiedliche Kapazitätsgrenzen, sitzen in Deutschland, festen Ort gebunden, das heißt keine Open-Air-Bühne oder sogenannte fliegende Bauten, seit mindestens 12 Monaten Betrieb. Und je nach der örtlichen Definition, ländlicher Raum, kreisfreie Städte, das ist bis 20.000 Leute, oder Städte bis 50.000 Personen, also was Bevölkerungszahl angeht, dann sind unterschiedliche Live-Musikveranstaltungen, also eine unterschiedliche Anzahl an Live-Musikveranstaltungen nachzuweisen. Und mindestens die Hälfte dieser Konzerte muss nachweislich die Kriterien, die ich eben benannt habe, erfüllen, außer natürlich der Diversitätsabfrage, weil keine Diversitätsabfrage damals noch vorgelegt werden konnte. Ja, bitte. Also so verstehe ich richtig, dass ich rückwirkend für das Jahr 2022 die 30%-Quote erfüllt haben muss, um überhaupt... Nee, eben nicht, habe ich gerade gesagt. Außer der Diversitätsabfrage sind alle Kriterien zu erfüllen. Wir reden aber von den 250 maximalen Zahlengästen, Live-Musik, 50% selbstverfahrtes Repertoire, also diese andere Kriterien, außer der Diversitätsabfrage. Ja, kein Problem. Ja, genau, dass so detaillierte Nachfragen kommen, aber man muss ja aufpassen. Ne? Der Nachweis der 50% Quote Eigenrepertoire über Musik folgen? Nee, das werden die Künstler auch durch diese Gagenbestätigung hier ankreuzen. Ich bestätige, dass ich mindestens heute Abend oder am Abend des Konzerts 50%. Ich meine beim Antrag fürs gesamte Programm. In Bezug auf meine Hälfte 2022. Wie machen wir es da? Das, wenn wir ein Programm gucken, also ihr müsst noch Nachweise so zu den Online-Veranstaltungen, Flyer und so werden. Ja, aber das Repertoire meine ich jetzt. Also muss ich die Musikfolgen nochmal einsammeln? Werden wir im Einzelfall prüfen, wenn wir da merken sollen, dass es doch vielleicht nur um Coverbands die ganze Zeit gehandelt hat. Aber natürlich werden wir nicht Musik folgen für jeder, also das werden wir nicht. Ja, wenn es das dich beruhigt, wenn ich bei der GEMA fragen kannst, du willst bitte die Musik folgen für diese tausende Konzerte noch einreichen, werden wir nicht machen. Antragsberechtigt sind auch Musikveranstalterinnen, sie müssen aber keinen eigenen Musikclub betreiben. Wir haben eine Frage da in die Ecke. Sitzt in Deutschland und da müssen Sie 12 Live-Musik veranstalten, wenn es um ein Live-Musikprogramm geht, oder 6, wenn es um ein thematisch geschlossene, thematisch zusammenhängende, alles klar, 10 Minuten, alles klar, Veranstaltungsreihe geht. Da reden wir von jetzt keine Musikrichtung oder irgendein kontinuierliches Motto, das verstehen wir unter Veranstaltungsreihe, das ist bei Applaus auch so, dass es da unterschieden wird. Und das Gleiche gilt auch, mindestens die Hälfte dieser Konzerte muss nachweislich diese Kriterien da erfüllen, außer der Diversitätsabfrage. Ja, ja, ich muss nochmal in Richtung DJs nachfragen. Also, wenn ich jetzt von einem Techno-Club komme, das kann ich ja voll vergessen. Also gerade Newcomerinnen, wie sollen die denn 50% selbst produzierte Musik spielen? Also, wenn die vor einem Jahr DJ gelernt haben und jetzt verlangen wir, dass die Hälfte selbst produzierte Musik spielen, wie sollte das gehen? Sie müssen das auf der Gagenbestätigung ankreuzen. Okay. ein anderes Kriterium. Wir brauchen auch ein bisschen Spielraum in diese bürokratischen Lastenland. Bei den alle Veranstaltungsorte für die nachgewiesenen Live-Musikveranstaltungen unter anderem nicht weiter als 100 Kilometer entfernt sind oder waren, das ist eben nur die Tournee-Veranstalter auszuschließen. Wir wollen nur die regionale, örtliche Veranstalter fördern und somit schließen wir die durch diese Regel aus, ähnlich, also analog zu Applaus. Ausschusskriterien, also das sind auch sehr übliche Ausschusskriterien für uns, dass juristische Personen des öffentlichen Rechts ausgeschlossen sind. Und jetzt aber zu dieser 40%-Grenze. Wir reden hier von der Grundfinanzierung des Geschäftsbetriebs. Das heißt, Projektmittel wie Neustadtkulturmittel sind davon ausgeschlossen. Das heißt, Billigkeitsleistungen wie Überbrückungshilfe und Sonderfonds, alles, was die Pandemie so ins Leben gerufen hat, sind damit ausgeschlossen. Sie zählen nicht hin zu dieser Berechnung. Fliegende Bauten, genau wie schon gesagt, das sind diese umschiebbare Bühnen.
und Musik spielten. Es ist auch ein großes Fass, das ich hier nicht aufmachen will, in Anbetracht der Zeit. Aber Musik spielten, die verfassungsfeindliche, gesetzwidrige oder strafbare Inhalte verbreiten, werden auch ausgeschlossen. Und dann behalten wir uns vor, die Förderwürdigkeit in Frage zu stellen und die Förderzusage gegebenenfalls zurückzuziehen. Das heißt, passt bitte auf. Manchmal machen Veranstalter oder Clubs das unbewusst, wenn sie Rock- oder Metal-Bands insbesondere manchmal buchen und dann im Nachgang merken, oh, da wurde irgendwie komische Sachen getragen auf der Bühne, komische Aussagen gemacht oder problematische Texte. Also passt auf, weil das können wir noch im Nachgang feststellen. Natürlich werden wir nicht alles, zehntausende Konzerte in Detail prüfen können, aber auf Meldung können Leute sich bei melden und sagen, ey, das wurde irgendwie ein rechtsoffene Grauzone Band gefördert, könnt ihr aber das näher gucken, damit wir Experten, die wir einbeziehen sollen, können und können wir das näher angucken und gegebenenfalls das Konzert oder die ganze Förderung dann dementsprechend streichen. Ganz offene Frage, warum sind Festivals ausgeschlossen? Sind Festivals? Ausgeschlossen. Weil eben das Ziel hier, weil wie gesagt, zu der Genese, das wird akquiriert von den Musikclubs durch die Livecom, für die Musikclubs, dazu kommen auch die Kleinveranstalter, wie sie auch eben einen kulturellen Beitrag leisten, aber Festivals sollen durch ein anderes Fonds, ein anderes Programm irgendwann mal berücksichtigt werden. Und wir wollen die Förderprogramme nicht kannibalisieren und erstmal die Gelder und die Mittel für die Leute blockieren, für die es ursprünglich so alles akquiriert worden ist. Aber Festivals sind immer ausgeschlossen. Da muss man auch dazu sagen, dass jetzt zweimal 500 Euro für Festivals irgendwie ein nicht unbedingt sinnvoller Betrag sind. Also da reicht auch einfach die Masse des Geldes nicht aus. Und es ist tatsächlich so, wie der Boris sagt, das Geld wurde damals ganz klar eben auch über den Haushaltsausschuss eingestellt für die Förderung von Spielstätten. Und ist nach wie vor liegt es eben seit 3 Jahren darum und ist zu dem Zwecke einzusetzen. Und ansonsten muss ich jetzt nochmal sagen, also das Programm ist jetzt hier zu Recht kritisiert worden in der bürokratischen Ausarbeitung. Das Programm und für sich finde ich überhaupt nicht schlecht. Haben wir ja auch eben deswegen mitentwickelt. Ich muss aber auch sagen, ich habe auch in den Diskussionen ständig gesagt, ihr macht es einfach zu kompliziert. Ihr versucht, zu viel Anspruch einzusetzen, den man eigentlich nicht erfüllen kann. Weil, wie gesagt, auf der einen Seite darf man eigentlich Leute gar nicht fragen. Jedenfalls, wenn dann nur anonym. Das heißt, im Prinzip könnte da jeder den Bogen ausfüllen, ganz ehrlich, und den einfach abgeben. Lässt sich niemals überprüfen, hat den jetzt die Band ausgefüllt oder nicht. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Das soll jetzt kein Tipp zum Betrug sein, aber es ist einfach eine Feststellung. Aber ich habe von Anfang an festgestellt, dass das alles sehr kompliziert wird durch diese wahnsinnigen Ansprüche, die immer damit kolportiert und verbunden werden. Und wie gesagt, das Programm an und für sich macht echt Sinn und ist auch durchaus nicht blöd ausgedacht, finde ich, sondern gerade dadurch, dass wir es jetzt auch erweitert haben auf Konzerte bis 250 Besucherinnen und Besucher, ist es natürlich einfach interessanter, auch für viele Clubs, die eben wenig Veranstaltungen im Bereich bis 100 Besucher machen, weil sich das naturgemäß ja eigentlich eh fast nicht lohnt und nicht lohnen kann. Und insofern möchte ich euch bitten, das trotzdem mal wohlwollend zu betrachten. Und wie gesagt, bei DJs ist natürlich auch völlig richtig, was gerade gesagt worden ist. Das ist aber eh nicht nachweisbar. Ganz ehrlich, da gibt es ja nicht mal Spielfolgen. Also jeder, der da einfach in dem Programm drin ist, der wird dann halt das entsprechend ankreuzen. Und fertig. Es ist einfach simpel. Bei Bands finde ich das schon sinnvoll mit den 50% Eigenrepertoire. Das muss man ehrlich sagen. Weil, wie gesagt, wir wollen jetzt keine, wie auch immer, gearteten Coverbands fördern. Da finde ich das eine sinnvolle Maßnahme und da lässt sich es auch überprüfen, spielfolgend sonst wie. Und man muss das jetzt auch nicht überkritisch nachprüfen, aber wenn man halt irgendwie liest, dass eine Band irgendwie, ich sage jetzt einmal, da gibt es eine in Nürnberg, die heißt halt AMFM und da kann man sich schon denken, was die vielleicht spielt und dass das nicht unbedingt selbstverfasstes Repertoire ist, nur so mal als Beispiel. Und solche Bands will man eben da ausschließen, zu Recht. Super. Danke dir für die Ergänzung und Klarstellung. Wir wollen gerne noch kurz eine Zeitachse zeigen, der einen Überblick gibt über die nächsten Schritte. Also nächste Woche wird ein Newsletter veröffentlicht. Soll von uns ein Newsletter veröffentlicht, wo wir
alles nochmal Programmbeschreibung, FAQs und die ersten Vorlagen zur Verfügung stellen. Die Unterseite ist jetzt online, habe ich gestern Abend freigeschaltet, wenn ihr schon mal auf unserer Seite schauen wollt. Antragstellung ist Juli, der ganze Monat. Wir werden 8 Infoveranstaltungen, digitalen Vorveranstaltungen bis dahin noch planen und durchführen, um eben Fragen zu allen möglichen Kriterien beantworten zu können. Da kommt im besten Fall die Zusage. Im Spätsommer, Frühherbst kommt dann der Vertragsschluss und dann könnt ihr das Projekt durchführen bis zum Ende Juni 2024. Und ihr müsst in Vorkasse gehen, das kommen wir noch gleich dazu. Es sind keine vorschüssige Förderung, ihr müsst erstmal in Vorkasse gehen, aber ihr könnt ab 3 Konzerte schon eure Gelder zwischenabrechnen, also Konzerte zwischenabrechnen und dann die Gelder so schnell wie möglich dann rückerstattet bekommen, sozusagen, oder genau, diese Fördermittel dann abrufen. Und am Ende ein Verwendungsnachweis, aber sehr kurz, kurzer Saarbericht, paar Sachen anzutragen im Fördertool, im Nachweistool und fertig ist. Ja. Frage zur Antragstellung. Ab dem 3.7. ist es das Windhund-Verfahren oder? So, wir werden das Wort nicht nutzen, aber die Mittel sind begrenzt. Wir haben kein Juryverfahren, das ist eine Regionalquote. Ich hoffe, dass ich das noch zeigen kann. Aber es ist nach Eingang nach Zeitstempel-Eingang als bearbeitet und berücksichtigt. Ja, kurze Frage noch. Eine Minute, ja. Gibt es sowas wie einen vorgezogenen Maßnahmenbeginn, dass man schon ab Antragstellung Konzerte veranstalten kann? Ja, okay, ja. Also nicht erst ab Spätsommer, die ersten Veranstaltungen. Der Vertragsschluss. Nee, also wenn ihr auf eigenes Risiko das mitbeantragen wollen, diese vorzeitigen Vorhaben beginnen, dann könnt ihr gerne das schon mal bei der Antragstellung machen. Ich muss leider sehr schnell durch diese Unterlagen gehen. Also haben wir eher ein bisschen darüber diskutiert, wie diese Nachweise zu den Veranstaltungen denn auszusehen haben. Wir bräuchten GEMA-Rechnungen und Verträge und Ticket-Reports. Wir empfehlen natürlich Unterlagen, die gleichzeitig so viele Sachen wie möglich gleichzeitig nachweisen, um diese Menge Unterlagen zu verringern und das so unbürokratisch wie möglich das alles abzuwickeln. Und das ist die Regionalquote. Und das ist alles unter Vorbehalt, diese 2.800.000, weil wir insgesamt 3 Millionen, da müssen noch Entwicklungskosten von Initiative Musik abgezogen werden. Das ganz finale Budget steht nicht fest, aber ungefähr um den Dreh wird es um diese Summe gehen. Und so wird jedes Bundesland so ein vorgesehenes Budget erstmal blockiert bekommen und Anträge welches Budget die Summe überschreitet, werden erstmal auf eine Warteliste gesetzt. Es ist immer nach Zeitstempel. Und wenn am Ende der Antragsphase so laufen, auch öffentlich festgestellt wird, dass nicht alle Töpfe ausgeschöpft werden, werden diese, wie bei Live und Tesa und DigiInvest damals, werden diese Gelder umverteilt, damit die anderen Länder davon doch profitieren können. Aber erstmal, um genau diese strukturell schwächeren Länder zu berücksichtigen, haben wir diese Anzahl nach Bevölkerungszahlen erstmal genau zur Seite gestellt, sozusagen, damit die Regionalität noch eine Rolle spielen kann. Vielleicht letzte Frage. Zwei Fragen und eine Anmerkung. Zunächst auch meinerseits, so, das super Programm. Es wird auf jeden Fall vielen sehr gut helfen, bin ich ganz sicher. So, auch trotz diesen kritischen Nachfragen. Ne? Vielen Dank auch an der Stelle. Danke dir. Zwei Fragen, genau. Muss mein Programm für diese Konzerte, diese Konzertreihe etc., also was ich da fördern lassen will, das muss ich noch nicht so skizzieren im Juli jetzt zum Antrag, ne? Nein. Nein. Überhaupt nicht. Gut, okay. Und dann eine Frage noch, nur zum Verständnis, die Angemessenheit der Gage. Vielleicht habe ich da kurz noch Luft geholt oder so, ich weiß nicht, irgendwas habe ich gebraucht, noch nicht gut aufgepasst. Was ist es mit der Angemessenheit? Also 250 Euro sollen das, was darf ich als angemessen verstehen, auch im Kontext Eintrittspreis und potenzielle Besucherzahlen etc.? Ja, wir gucken uns die Kapazität, die Art der Veranstaltung, also die Bekanntheitsgrad der Künstlerinnen und es muss alles irgendwie zusammenhängen. Wenn wir merken, ihr habt 20 Euro an die Formen ausgezahlt, aber dafür 200 oder 2000 an die Headliner, sagen wir, was war das für eine, also in einem geförderten Projekt müssen bitte alle fairerweise angemessen genau vergütet werden.
Also es ist eine Einzelfallentscheidung. Wie gesagt, wir haben eine 250 Euro, 150 Euro im Nachwuchsbereich als Grenzwerte, als Orientierungshilfe sozusagen. Aber da gucken wir uns im Einzelfall, wie sich das begründen lässt. Und dann trennen wir eher auf euch zu, wenn wir merken, das irgendwie spielt nicht so gut, nicht so sauber zusammen. Dann rufen wir euch ein und sagen, warum habt ihr das so gemacht? Also wir werden einfach nicht sagen, so aus Berlin aus, das streichen wir, es macht keinen Sinn. Also wir treten schon in Kontakt mit euch und versuchen, eine Begründung zu holen, warum wir so wenig oder so viel ausgezahlt haben. Ja. Und es ist leider Schluss. Ihr könnt gerne aber bis 14 Uhr auf mich zukommen mit Fragen. Und das sind unsere Beratungssprechzeiten. Ab nächste Woche geht es los. Danke euch für den Input. Danke, Axel, für den Input. Danke. Und viel Spaß noch. Wir freuen uns auf eure Anträge. Applaus